hatte zwar damit gerechnet, weil mit der Zeit wird man auf YouTube immer größer, das war auch damals schon so. Alter! Boah, immer diese Viecher von hinten, ey. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, gut. Im letzten Part sind wir stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, welches Stockwerk das ist. Okay, das ist dieses Stockwerk hier. Und ja, wir haben hier oben was gebaut. Und das wollte ich dann jetzt weiterbauen. So. Ich höre ja die Musik mittlerweile auch wieder selbst. Und ja. Ja, ich hatte ja im gestrigen Part gesagt, dass das wahrscheinlich 2 Wochen dauert, bis ich YouTube-Partner bin. Ja, denkst du, die Partnerschaftsanfrage, also wenn mich das Netzwerk dann angefragt hat, ich gesagt habe, ja, mache ich, den Vertrag alles unterschrieben hat, dann bekomme ich auf YouTube eine Nachricht im Dashboard, wo dann drin steht, ja, Broadband TV oder TGN möchte dich gerne ihrem Netzwerk hinzufügen. Bitte regle alles weitere mit Broadband TV. Ja, wir übernehmen keine Haftung, bla bla bla. Und ja, das hatte ich dann gestern im Postkasten und ja, war eigentlich ganz nett. Hat mich auf jeden Fall positiv überrascht, dass da doch so schnell gearbeitet wurde. Ich hatte da jetzt eigentlich, nachdem er gesagt hatte, da der gute 3L-Play, das kann relativ lange dauern. Halt 4 Wochen. Habe ich mir gedacht, uiuiui. Da wartest du jetzt noch lange, aber nee, denkst du. Ich habe das dann auch direkt mal mit der Werbung ausprobiert. Also seid mir nicht böse, wenn da irgendwie mal ein Clip vor der Werbung ist oder ein Clip, Clip vor der Werbung, genau. Werbung vom Clip oder direkt mitten im Clip. Weil ich habe das noch nicht so raus, wie was ist. Heißt, welches, ja. Da gibt es dann so verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wenn man Partner ist. Unter anderem, also in der Videooption, unter anderem, ja, Werbung schalten. Und da kann ich dann verschiedene Sachen auswählen. Und da ich halt noch nie YouTube-Partner gewesen bin, kann ich nicht sagen, was das alles ist. Und deswegen seid mir nicht böse, wenn es da hin und wieder mal Werbeclips gibt. Es gab dann auch schon einige, die unter meinem Partnervideo geschrieben haben, bäh, ich benutze Adblocker. Ja, das Problem dabei ist, Adblocker ist eigentlich entwickelt worden für, ja, so Seiten, so nicht seriöse Seiten, wo man ja eigentlich nicht gerne seine oder nicht gerne Werbung ansehen möchte, weil man dann sonst vielleicht einen Virus, Trojaner, was weiß ich, bekommt. Und ja, für sowas ist der halt entwickelt worden und da ist er auch gut und da erfüllt er durchaus seinen Zweck. Aber halt jetzt für YouTube wirklich unnötig, weil ja, YouTube finanziert sich durch die Werbung und ja, wenn YouTube keine Einnahmen kriegt, was macht YouTube dann? Stimmt, sie planen mittlerweile sogar Bezahlkanäle, einfach nur um das, ja, durch den Adblocker verlorene Geld reinzubekommen. Da könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr wirklich für die Videos bezahlen wollt. Also, irgendwie möchte ich das dann doch nicht. Ich möchte lieber so, wie jetzt ist, da lieber 15 Sekunden meiner Zeit opfern, anstatt irgendwie dann irgendwann in Zukunft Geld für Videos zu bezahlen. Weil das wäre mir dann ehrlich gesagt zu doof. Dann denke ich, wäre ich auch von YouTube weg, weil wenn ich dann wirklich Geld für Videos bezahlen müsste, habe ich dann keine Lust drauf. Ich denke, viele von euch werden das dann auch nicht mehr machen. Und ja, das liegt halt daran, dass viele diesen Adblocker benutzen. Spark of Phoenix hat dazu mal ein Video gemacht und ja, da geläutert er das auch. YouTube kann das übrigens sehen, ob ihr Adblocker benutzt oder nicht, ne? Also, so ist nicht. Und wenn ein Videoclip vom Video ist, ist mein Tipp, neu laden das Video. Einfach nur nicht, weil ich geldgeil bin und extra Geld haben will von euch. Nein, weil mache ich auch öfters. Weil wenn man das Video neu lädt, wird hier die Seite auch neu geladen. Und die Seite neu lädt so. Und dann wird neue Werbung geschaltet. Heißt, man hat manchmal dann nur so einen kleinen Funzel unten, den man dann kurz wegklicken kann. Und das ist eigentlich in meinen Augen jetzt nicht sehr nervig. Aber wenn man natürlich meint, das nicht haben zu müssen, ja, dann kann ich da auch nicht dran ändern. Mich würde es auf jeden Fall freuen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay. Also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr keinen Adblocker benutzen würdet, weil es mich einfach ungemein unterstützen würde. Und ja.
wie schon gesagt, ich will nicht unbedingt das Geld von euch, aber das Problem ist halt, ich muss bei TGN monetarisieren, damit ich in dem Netzwerk bleibe. Mir geht es halt in erster Linie wirklich um die Lizenzen, weil der Kanal liegt mir wirklich am Herzen und ich möchte nicht, dass der von jetzt auf gleich einfach mal weg ist. Und ja, da kriege ich halt die Lizenzen von TGN immer gesichert und das, finde ich, ist der größte Vorteil. Geld ist natürlich, ich will jetzt nicht abstreiten, dass ich das Geld nicht ungern nehme, also so ist es ja nicht, ne? Wenn ich mal Geld bekomme mit dem, was ich, ja, also mit meinem Hobby, dann, boah, ist das, finde ich, jetzt für mich jetzt nicht schlimm, für euch sollte es eigentlich auch nicht schlimm sein, weil, ich meine, es verändert sich ja nichts, außer dass das Video länger ist. Da haben sich auch viele beschwert, von wegen kurze Videos und so, Chewie, ne? Wisst ihr jetzt Bescheid? Nicht mehr so kurze Videos. Sind jetzt vorher nochmal eine sind jetzt vorher nochmal 45 Minuten Werbung? Ne, so krass mache ich das natürlich nicht. Oder versuche es. Also, wenn dann wirklich da, ich sag mal, wenn da ein Videoclip vom Dingens kommt, dann mache ich die Werbung nicht anders, aber ich denke mal, ich werde das so machen, wie ich das bisher gemacht habe. Also, ja. Da könnt ihr mir eigentlich, ich bin ja immer sehr Community-bedacht, sieht man auch in Eurotalk, dass ich da eure Themen nehme, aber da könnt ihr mir ehrlich mal einen Buckel runterrutschen. Ich nehme halt, um das jetzt, ja. Also ich möchte jetzt nicht, dass ihr denkt, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, weil ich jetzt YouTube-Partner bin. Nein, ich möchte einfach nur, ja, auch die Sachen reinkriegen, die ich da für das Let's Play ausgegeben habe. Ich kann euch ja mal so ein Video hochladen, wo ich dann, zeige, wie viel ich denn schon für YouTube ausgegeben habe oder generell für meine Let's Player-Karriere so. Dann fällt euch nämlich alles aus dem Gesicht, weil, ja. Ich hatte damals keine Versicherung, ich wusste nicht, dass ich irgendwann Partner werde. Ich hatte zwar damit gerechnet, weil mit der Zeit wird man auf YouTube immer größer, das war auch damals schon so. Alter! Boah, immer diese Viecher von hinten, ey. Mann! Mach mich ja nicht von vorne oder von hinten an. Nee, das ging anders. So, Witz vorbei, gut. Haben wir alle schön gelacht. Nee, also, ich wusste, dass man irgendwann auf YouTube Partner wird, weil es dauert zwar sehr lange, aber irgendwann, ja, hat man dann auch mal so seinen Boom, sag ich mal. Wo man dann expandiert und richtig viele Abonnenten dazu bekommt. Ja, und derzeit hatte ich das halt und dann habe ich gesagt, komm, bevor die Chance weg ist, bevor TGN sagt, nee, wir wollen dich jetzt gar nicht mehr. Dann habe ich gesagt, komm, haus sie jetzt zu. Das wäre halt geil. Und ich meine, das ist auch geil. Für mich jetzt. Und für euch ist das eigentlich keine große Umstellung, weil, ja. Also ich hatte damals einen nicht ganz so guten PC, als ich mit dem Let's Playen angefangen habe. Das habe ich extra wegen des Let's Playens geändert. Ich meine, für mich konnte ich damals alles gut spielen, ne? Mir hat das nichts ausgemacht, auf schlechteste Grafik zu spielen. Also so ist es ja nicht, ne? Ich habe mir extra für euch einen neuen PC gekauft. Oder für meine Videos auf YouTube. Der PC hat mich damals 650 Euro gekostet. Also, ich kann euch mal Bescheid sagen, wann ich meinen PC abbezahlt habe. Ich habe mir was G35 geholt. Das hat auch nochmal 80 Euro gekostet. Ha? Sind wir schon bei 730? Obwohl, nee. Da habe ich mich jetzt wieder verrechnet, oder? Nee, doch. 730, genau. Und, ja. Dann habe ich mir noch Power Director gekauft. Das hat auch nochmal 75 Euro gekostet. Da sind wir dann bei 805 Euro. Ja, die ganzen Spiele, die ich mir gekauft habe. Minecraft hatte ich vorher gecrackt, das sage ich jetzt offen und ehrlich so. Für Let's Play habe ich es mir dann extra gekauft. Das waren dann damals auch nochmal 15 Euro. Oh! Nein! Oh! Ich dachte, er explodiert. Es sah gerade wirklich so aus, als ob er da das schafft zu explodieren und das will ich nicht. Oh! Kickt mich die Spinne erstmal fett in Creeper rein. Was ist das denn für ein Mistviech? Oder unten ist eine Höhle. Da gehe ich jetzt mal rein. Toll, war ja eine Riesenhöhle. Nein, ein Zombie. So. Zombie down. Ah, jetzt habe ich, weiß ich gar nicht, wie der Detail ist. Naja, egal. Gut, ich denke, ich habe jetzt schon vieles für die Partnerschaft geklärt. Ach, Inferno von Jimmy Official. Also, da denke ich, sollte ich dann schon auf Verständnis stoßen.
Ich meine, gebt ihr mal 800 Euro für eine Sache aus und ja, bekommt das Geld einfach mal nicht wieder. Ich meine, das mache ich jetzt, habe ich ja gerne gemacht, aber wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das Geld wieder reinzukriegen, weil 800 Euro ist für mich in meinem Alter eine wirkliche Menge Geld, sag ich mal. Also, wenn ich das jetzt so hätte, würde ich dazu nicht nein sagen. Und ja. Zudem, ich habe ja immer gesagt, ich kaufe mir einen Großmembraner, dann kann ich mir vielleicht auch mal einen Großmembraner kaufen. Ihr wisst, ich habe hier noch so ein uraltes, schimmeliges DLAN-System, da wollte ich mir auch schon lange mal ein neues kaufen. Kann ich mir das auch kaufen? Mein Rechner ist nicht der stärkste. Wer weiß, vielleicht kann ich mir das dann auch mal irgendwann kaufen. Heißt, ja, all die Sachen, die ich mir so jetzt eigentlich nicht so gut leisten kann, die kann ich mir dann leisten und ja, würde ich dann wieder sozusagen in YouTube investieren, indem ich dann mir davon professionelle Geräte kaufe. Und das finde ich ist schon, ja, eigentlich das Maximum, was man da so rausholen kann aus einer YouTube-Partnerschaft. Also, was man wieder zurück in den Kanal stecken kann, so meine ich das. So, dann jetzt hier nochmal bitte Fackeln ran. So, nice. Fackeln ran. Haut ihr dann. Ja, jetzt reicht's. So. Sind die Fackeln runtergefallen? Ja, nein, aber ich, toll. Ah ja, gut. Mache ich mir noch ein paar Fackeln und befackeln das so um noch. Ach, ich habe hier noch Kohle im Inventar. Oh, geil. Endlich mal wieder die Incompetech-Musik drin. Wahrscheinlich ist es asynchron. Das wäre jetzt richtig lustig. Ach ja, hier wollte ich noch die Türen reinkloppen. Könnte mir jetzt sogar gut vorstellen, dass das asynchron wird. Wer weiß. Da lässt sich bestimmt noch einiges dran machen. Einfach nur, um euch auf den Sack zu gehen. Dass ihr die Musik dann irgendwie eine Minute später hört. Oder mich. Und ihr dann euch denkt, WTF hat der das schlecht abgemischt. Und sowas will YouTube-Partner sein. Und zur Feier des Tages, dass ich mal YouTube-Partner bin, gibt es dann noch eine längere Folge. Ihr wisst, ich mache am liebsten so 13, ja, Minuten Folgen. Vielleicht auch am liebsten mittlerweile 12-30 Folgen. Ich meine, klingt jetzt richtig wenig, aber im Endeffekt gucke ich meistens selber nicht oder ungern viel mehr. 15 Minuten gehen schon, aber sag ich mal, ich gucke ja liebend gerne Neos an LPM. Ist ja sollte jetzt kein Geheimnis mehr sein, wenn der eine 20-Minuten-Part raus hat, freue ich mich zwar immer. Ich kann lange gucken, aber das dauert dann immer so ewig und ist zeitaufwendig. Weil für ein Video gucken nehme ich mir mittlerweile Zeit oder zumindest von einem Let's Play, den ich gerne mag. Ich lasse es nicht nur im Hintergrund laufen und ja. Das ist dann halt schon lästig. Wow, ah! Schlägt der mich da erstmal fett runter? Na naja, gut, 13 Minuten. 25 haben wir jetzt. Ich muss gleich noch einen Landwirtschaftssimulator aufnehmen. Stimmt. Ja, gut, dann sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Part.